Ja, hallo liebe YouTube-Freunde, liebe GPC-Gemeinde, ich begrüße euch mal wieder recht herzlich auf meinem Channel. Heute mit einem kleinen Unpacking-Video. Ich bin hier gerade draußen in meiner kleinen Gartenküche. Postbote war auch gerade da. Und was haben wir hier Feines? Ein Paket von MWM, von der Firma Gilmann. Und was da wohl drin ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Kleines Unpacking. Ja, alle die, die meinen Kanal so verfolgt haben, die wissen ja, auf der diesjährigen IWA 2018 war ich ja unter anderem auch am Gilmann-Stand. Der Dimitri Gilmann hat uns da einige seiner wunderschönen Einzelstücke und Unikate präsentiert. Unter anderem habe ich mir da auch ein paar Holster angeschaut. Oh, was haben wir denn hier drin? Wieder ein bisschen Werbung, das ist immer gut. Ja, viele von den Prospekten habe ich auch schon bei der IWA direkt eingesammelt. Und hier haben wir ein Holster. Und zwar nicht irgendeins. Ja, es ist tierisch warm hier. Bei uns im Partyraum, Gartenküche, wie auch immer. So. Und hier haben wir ein wunderschönes Holster, was natürlich gleichzeitig Anschlagschaft ist für eine Browning High Power. Und genau so eine Browning High Power befindet sich ja in meiner Sammlung. Und ja, mit diesem Holster werden wir uns jetzt im nächsten Review befassen. Das ist einfach nur spitzenmäßig. Also ich habe mir das schon auf der IWA angeschaut, aber jetzt habe ich selbst eins. Und ja, erstmal recht schönen Dank für die schnelle Lieferung an dieser Stelle an die Firma MWM Gilmann. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ihr habt da viele solcher Holster für diverse Waffen, die ihr auch nur dort bekommt. Die Adresse blende ich euch hier unten mal ein. In der ganzen Euphorie habe ich hier natürlich gar nicht gesehen. Hier ist natürlich noch was im Karton drin. Mache ich mal kurz hier das Tütchen auf. Das ist mir ein wenig untergegangen. Ja, zwei kleine Packungen Gummibärchen. Auch immer wieder schön. Wird sich meine Frau freuen. Und das ist eine kleine Beretta. Eine kleine Metallberetta für den Schlüssel. Ein toller Schlüsselanhänger. Ja, ein Glöckchen habe ich schon. Das Ding ist toll, ist auch recht schwer. Ja, wie gesagt, nochmal recht schönen Dank an Herrn Dimitri Gilmann für die wirklich zügige und absolut korrekte Abwicklung. Und natürlich auch schönen Dank für das kleine Beipack. Soll es fürs Erste hier gewesen sein, fürs Unpacking. Wie gesagt, das eigentliche Review kommt noch. Bis dahin verbleibe ich mit den besten Wünschen. Vergesst mir nicht zu abonnieren, natürlich unser Forum besuchen und unsere Partnerkanäle. Also. Tschö, tschö und Rinni hauen. Mein liebes Pferd hat gerade ein paar Haufen gemacht. Du kannst dir einen Pferdeappel nehmen. Das soll deine Belohnung sein.